Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Warte mal, ich muss mal gerade was anderes machen. Ich werde die Waffe mitnehmen. So, wo sind wir hier überhaupt gelandet? So, dann geht's wahrscheinlich hier weiter. In der letzten Folge haben wir ja Robert kennengelernt und auch die Anführerin der Fireflies, deren Name ich jetzt gerade nicht mehr so wirklich weiß. Warte mal, wo sind die lang? Hier. Na, blöd. Da geht's raus. Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Können wir versuchen. Lasst uns gehen. Ja, so war das. Warte mal. Gut, dann geht's hier weiter. Wie schlecht versuche, sollte ich weit wie möglich da rumzuschleichen und nicht irgendwelche feinde Kontakte zu haben. Ich nehme den hier. Schleich dich an und den anderen. Ich kann gucken. Scheiße, das war natürlich nicht so das Idealste. Der ist eines Hops. Okay. Gute Nacht. Entschuldigung. Den nehmen wir mit. Muni, Muni, Muni. Geh weg, weg, weg. Ziegelschein, okay, nichts Wichtiges. Ich werde hier suchen. Hey Jungs, schaut euch draußen an. Okay. Was hast du da auf? Verdammt, ich hasse. Jetzt gehen wir auch nicht auf Nüsse, mein Freund. Direkt voll Action hier bei The Last of Us, liebe Leute. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank haben wir unsere Begleiter. Haben wir jetzt alle oder fehlt da jetzt irgendwie noch was? Naja, sieht nicht so aus, als hätten wir noch. Tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwie. Ach, geh mal weg. Ziegelsteine, Ziegelsteine. Bah, Medikit. Immer gut. Medikits sind immer gut. Was hast du da liegen? Gottverdammt, das ist Warren. Scheiße. Scheinen wohl einige unserer Leute zu sein. Ah, Marlin heißt sie. Okay. Dann los. Wie heißen Joel und die andere Dame? Ich weiß gerade, komm, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen. Ne. Okay, das geht nicht weiter.
Warte mal, sie meinte was unter der Brücke. Jetzt sind wir gleich da. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt hier durch. Komm. Genau, die schöne Schacht davor stellen, damit die nicht. Jawohl, damit die nicht reinkommen. Wohin gehen wir, Marleen? Hier lang. Bis nicht mehr weit. Sehr gut. Sich jetzt aber mal umgucken, da ist nichts Wichtiges für uns. Du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Okay. Wir sind jetzt auch gleich da. Ich gucke mich gerade mal noch kurz um, aber hier scheint nicht wirklich was Brauchbares zu liegen. Deswegen gehen wir auch hoch. Vor allem, wenn wir Munition, wenig Munition haben. Joel, hilf mir mal eben. Ja, ja. Oh Gott. Damit. Ich will jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet es schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich könnte seinen Bruder trauen. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du, komm her. Gehen wir. Ja, vor allen Dingen. Ach, Scheiße. Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Firefly-Anhänger. Was passiert, wenn wir auf der Straße bleiben? Anhänger, der vermutlich in der Firefly mit uns gegangen wird. Ich folge dir nur. Gut. Kommen wir hier weiter. Ne, dann geht's wahrscheinlich geradeaus weiter. Super. Wir müssen jetzt mit ihr da rumlaufen, oder was? Hier runter. Bitte mal den kleinen Weg hier. Sicher sie.
Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Ja. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Moment. Alter, toll, hat ja was angezeigt. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Warte mal. Ich muss mich nur gerade ganz kurz orientieren. Ah, dahin. Okay. Da müssen wir hoch. Tipp. So, jetzt hoffe ich, kommst du auch hoch. Keine Lust? Dann nicht. Doch. Okay. Gut, weiter geht's. Schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marley? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Firefly. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Definitiv nicht. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Firefly. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Vor allem ist einfach mal kurz alles zugemacht von der US Army. Nur diese Wohnung nicht. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Passiert. Wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich habe auch ein Problem. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ja. Die Ware gesehen.
Es ist viel. Unsere Hälfte ist wieder, unsere bessere Hälfte ist wieder da. Dann los. Lauf auf. Ja, wie gesagt, sie stimmt tatsächlich. Sie sind nämlich so ein bisschen an Uncharted. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Ein Aufzug. Nach unten damit, oder was? So. Wir müssen noch einen Knopf drücken. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Wenn wir hier rauchen, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Ja, schon dabei. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Ja klar, wir sind an der Grenze, ist normal. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ich hoffe, wir können langsam wieder aus der Ducke rausgehen. So. Hier geht's lang. Schauen wir mal auf dem richtigen Weg. Wow. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Du kennst dich, melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Doch keine so schlechte Aktion. Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Positiv. Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein, das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon?
Oh nein, die Patrouille. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Nein, ich war ein bisschen, ich habe das ein bisschen verkackt. Ellie, wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Ja, wir sind überall. So. Und ob wir hier lebend rauskommen, das sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play The Last of Us.